Hallo, ich bin Ida. Mein Opa ist seit 1,5 Jahren an der Krankheit ALS erkrankt und kann schon nicht mehr richtig essen und laufen. Die ALS bedeutet, dass motorische Nervenzellen, die wichtig sind für Schlucken, Sprechen, Atmen und Bewegung, absterben. Leider ist die ALS nicht heilbar und schon nach einem Jahr mit der Erkrankung versterben viele Menschen. ALS ist eine schlimme Erkrankung für mich. Aber ich bin dankbar, dass ich noch arbeiten kann. Aber ich glaube, ALS ist noch schrecklicher für die Angehörigen der Patienten, wenn sie sehen, wenn es nicht besser werden kann und man nichts machen kann. Angst vor Hilflosigkeit, vor Abhängigkeit, vor dem Tod. Auch für die Familien ist das schwer zu verkraften. Deshalb bieten wir seit einigen Jahren am Uniklinikum Dresden für die Patienten und ihre Angehörigen individuell oder in Gruppen psychologische Unterstützung an. Um diesen erkrankten Menschen zu helfen, wäre es schön, wenn ihr spendet. Danke und bleibt gesund.